Endlich ein freier Tag und schon bin ich auf dem Weg mit meiner Fotoausrüstung zur großen Eisenbahnbrücke. Auf dem Weg dorthin sah ich, wie ein kleiner Hund einen Fußgänger ins Bein biss. Sein Frauchen schien das nicht sonderlich zu beunruhigen, aber ich ging auch einfach weiter. Als ich am Bahnhofsgebäude vorbeilief, sah ich schon von Weitem eine Ansammlung von Menschen. Na mal sehen, wer das wieder ist und was sie wollen. Doch außer, dass sie eine rote Fahne mit sich führten, konnte ich keine Forderungen erkennen, aber auch kein bekanntes Gesicht sehen. Was soll's auch, ich will ja unter der Bahnbrücke neben der Gleisanlage in Stellung gehen und mit meiner Ausrüstung ein paar Fotos schießen bzw. Videos drehen. Der richtige Platz war schnell gefunden und ich musste auch nicht lange warten, da kam ein Personenzug mit der 58 vorbei. Jetzt folgte Zug auf Zug. Hier sehen wir eine 119, gefolgt von einer 93er Dampflok. Nach geraumer Zeit, bei schönstem Wetter, gönnte ich mir am Stellwärterhäuschen eine kleine Pause. Ich hatte mich umgezogen und schaute jetzt nochmals zur Demo, deren Zulauf nach wie vor anhielt, und kontrollierte meine Aufnahmen. Am Nachmittag kam unsere Tochter mit Kind und Kegel zur Berghütte. Während sich die Eltern sonnten,
spielten die Kinder und ich suchte mit der nötigen Vorsicht einen passenden Platz für meine Aufnahmen. Aus der Ferne hörten wir den Krankenwagen. Schnell war klar, da muss etwas passiert sein. Auf dem Weg zum Marktplatz sahen und erfuhren wir von dem Unfall beim Hausbau. Bevor wir endlich den Marktplatz erreicht hatten, ertönten die Rathausglocken und unsere Neugier wurde geweckt. Nanu, gucke mal sich, da haben sie doch tatsächlich wieder zwei gefunden und verehelicht. Da wird's bestimmt nimmer lange dauern, uns kommt wieder ein Kind mit Pauken und Trompeten auf die Welt. Schön, es geht vorwärts. So, nachdem der Schienenbus am Bahnübergang vorbeigefahren ist, können auch die Biker ihre Fahrt wieder fortsetzen. Nach diesem Hochzeitserlebnis auf dem Markt habe ich mich wieder zum Bahnhof zurückbegeben und unter der Brücke wieder Stellung bezogen. Natürlich in der Hoffnung, noch schöne Aufnahmen machen zu können. Ausgeharrt habe ich natürlich bis in die Abendstunden.
Hallo, liebe Eisenbahn- und Modellbahnfreunde. Langsam geht mein Tag an der Modellbahn zu Ende. Habt ihr auch so lange durchgehalten? Wenn ja, freut mich das. Und ich bedanke mich wie immer für eure Zeit. Wenn nicht, sagt's nicht weiter. In diesem Sinne, tschüss, bis demnächst mal wieder.